So, Rick, was spielen wir heute? Windlands 2, der großartige Nachfolger von Windlands 1, was ich euch aus der 2 vermute, weil ich habe Windlands noch nie von gehört. Ja, ich auch nicht. Yay, yeah, Geschichtenzeit! Oh, das sieht aber richtig gut aus. Ja? Also, aus meiner Sicht. Oh, das hat so ein bisschen Parallax-Effekte. Ja, cool. Das ist richtig schön gemacht. Oh, wer ist das? Hey! Nein, wir möchten bitte das Training machen, alter Mann. Wir möchten das nicht skippen. Hör auf, mit seinem Schritt zu spielen! Warum nutzt du den Greifhaken direkt an dem Schritt von einem alten Mann? Warum nicht? To hier! Hast du gesehen? Er hat Walk and Brave gesagt. Ah. Oh Gott, das ist eklig. Was hast du gemacht? Kann hier mit drehen. Ugh. Oh, ich kann nicht drehen, indem ich meinen eigenen Körper drehe. Oh wow, scheiße, wow, dann wickele ich mich ein. Also muss ich mich wieder zurückdrehen. Firehooks! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ist das geil! Außer, dass ich hier das verkackt habe, aber das ist mal geil. Holy shit, oh, 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 oh. Ah, hast du einen Laserpointer dran? Ja. Oh, das ist ja geil. Du musst jetzt beim Schwingen. Wow, okay, das ist heftig. Das ist cool. Das ist mal wirklich richtig cool. Oh, du bist tot. Good job. Let's get to work. Wie, jetzt will der Alte, dass wir für ihn arbeiten? Ja, ich will arbeiten. Ich will arbeiten. Push to enter. You've run a new hook. Sorry, ich bin ein bisschen... Fun, ne? Oh, let's go on an adventure. We're nearing the sacred mountain. Der heilige Berg. Was wirklich schön. Das sieht wirklich schön aus. Ja. Gut gemacht. Das ist ja mal, ey, wirklich mal Premium hier. Ein gutes VR-Spiel. Hat man nicht so oft. Wahrscheinlich nichts für VR-Anfänger. Oder Leuten, denen schlecht wird. Mm-hmm. Also ich kann es nicht spielen, definitiv nicht. Nee, du nicht. Aber ich habe wieder ein Hobby. Yes. Ein Grund zum Leben, yes. Sieht ganz angenehm eigentlich aus. Gerade so. Das ist auch. Ist so sanft. Außer, dass du nicht wirklich gut im Schwingen bist. Das sieht cool aus hier. Eine wundervolle Welt. Voller. Vor allem, aber überall sind Häuser. Aber nirgendwo sind Menschen. Sind das Ruinen oder sind das. Was ist das? Ein Sandfall. Das ist ein bisschen komisch, ja. Hey, das ist ein anderer alter Mann. Ach, die kämpfen hier. Ah, es ist Krieg. Guck mal hier. Krieg. Aber was soll ich bekämpfen? Oh, fuck. Ui. One shot. One shot, one kill. I'm Widowmaker. Hast du... Ich hab's nicht mal gesehen, dass du getroffen hast. Los, weiter mit dir. Oh, hier ist es übel mit der, Höhe. Ach stimmt, du bist ja auch noch höhenängstlich. Ich hab's vergessen. Oh! Oh! Runtergucken ist übel. Runtergucken ist übel. Ah, fallen ist übel, das... Ah. Und... Oh, da kommt ein Bad Boy. Warum? Töte den Bad Boy. Nein, resette dich! Resette dich! Mann, wer hätte mal gedacht, dass es ein kreatives VR-Spiel gibt, wo die Leute sich mal Mühe geben und sich eine neue Steuerung ausdenken. Wurde abgeschossen gerade, oder? Ja, hörst du mir nicht zu? Ich rede mit dir. Oh, da geht's tief. Where's your target? Oh, du bist schon wieder abgeknödelt. Ja, egal. Ah, da ist der Punkt. Wo sind denn Tarzan-Noises? Die fehlen mir noch so ein bisschen. Oder Ewok-Noises, mir egal. Ewoks, wir machen nochmal Ewoks. Quietschen die nicht irgendwie rum? Blablabla. Das ist ein Murdoch. Juhu. Mir wird schon ein bisschen gerade schlecht vom Zuschauen, ne? Tja, mir nicht. Oh, da ist was Großes Lilanes. Ja. Ja, töte es. Pass auf, dass du nicht getötet wirst. Du solltest vielleicht nach oben irgendwo. Jetzt kannst du endlich mal gleichzeitig hooken und schießen. Oh, das wird auch voll anstrengend. Richtig nice Training hier, ey. Schön in der Luft bleiben. Oh Gott. Wahrscheinlich musst du diese roten Dinger abschießen zuerst. Das sieht so aus. Oder sind das Schilde? Oh oh. Oh oh. Oh, du verkackst. Schau, wie du verkackst. Irgendwie schlecht. So ein Verkacken, der Boy. Das ist gar nicht so leicht für den ersten glücklichen Gegner. Davor ist es einfach so ein stationäres Geschütz und jetzt ist hier so ein Super-Endboss mit Schild. Ah, doch die Schilder. Wie du ausweist. Gekonnt. Oder trifft er einfach nur nicht? Er ist ein Stormtrooper. Ja, weil man ein Stormtrooper will. Da! Okay. Schwerer erster Boss. Das ist interessant. Ja! Okay, von da aus geht's. Er kann dir nichts. Nichts kann er dir. Außer vielleicht ins Gesicht schießen gerade.
Ja, und tot. Ihr habt nichts gesehen, den scheiß Rauch. Das erinnert mich so ein bisschen an Gorn letztes Mal, wo du mir die ganze Zeit gesagt hast, wie schlecht ich bin bei dem ersten Endgegner. Ja, mach du das mal hier, ey. Ja, ich mach dir das in 0, nichts. Aber guck mal, er hat zwei schon weniger von diesen Platten. Ja, zwei habe ich auch schon kaputt gemacht. Ja, ja, genau. Das heißt, du wirst nicht in der Zeit resettet, sondern einfach nur im Ort. So, jetzt hast du ihn eingekesselt. Los. Genau da, wo du ihn haben willst. Ja. Noch ein Schild, Boy. Da oben rechts, oben rechts, oben rechts. Langsam aber sicher. Stück für Stück. Da das rechte Bein. Oh Gott. Nein. Liebe Rick. Zum Glück schießt er nur so langsam. Das ist deine Chance. Und dein Tod. Das ist extra, um sich dahin zu stellen, wo du gerade warst. Da ist so eine Aussparung gewesen. Da hast du Deckung und kannst aber schießen. Links, 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 links. Ja. Meinst du? Ja. Hey, hier reicht auch die Aussparung. Wow, okay. Jetzt macht er Phase 2. Explodiert er jetzt oder? Ah, jetzt ist sein Popo. Sein Popo rot. Oh oh. Oh. Packt er seinen fetten Laser aus, der Drecksack. Ah, der hat das. Ah, noch vier neue Punkte. Ja. Okay, aber wir wissen jetzt, du musst diese Aussichtspunkte benutzen. Und sterben. Huh? Ich hab mich denn da getroffen. Use them Aussichtspunkte. Nicht schlecht. Das war ein Skillshot. Oh. Warum sind jetzt wieder die Beine aktiv? Ist alles wieder aktiv. Oh. Das ist also die Fall. Nicht schlecht. Oh, das war ein sicker Move. Ja, jetzt muss ich es nur mal hinkriegen, ohne fünfmal zu sterben. Jetzt schnell. Oh. Ich dachte, das Spiel ist cool. Also an sich ist es cool, rein von der Cooligkeit her. Ja! Ja, guck, wie er explodiert. Oh. Toll, jetzt können wir es gar nicht genießen. Oh, das war jetzt echt unklimatisch, klimaxtastisch. Guck mal, da ist ein goldenes Ding. Verleib es dir ein. Ja, ein Dreieck. Was sagt er? The lizard folk priest will be eager to see that. Take it back to the village. Keep an eye out for. Da will jemand froh sein, es zu sehen. Das Echsenvolk, ja. Alter Mann, der hat uns einfach in den Tod geschickt. Wie oft sind wir jetzt gestorben? Oh ja, der Profi hier. Jetzt geht's aber los. Das funktioniert jetzt tatsächlich ganz gut. Ja, du hast, glaube ich, den Dreh auch langsam raus. Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Ah, diese Windgeräusche dazu. Du willst dieses Spiel gar nicht spielen. Wenn dir schlecht wird mit VR. Nicht mit jedem VR. Tja, da musst du wohl rennen und springen. Aber du konntest doch vorhin rennen. Ja, manchmal klappt es halt mit diesem Controller nicht so richtig. Und manchmal dreht er sich, anstatt zu springen. Oh oh. Oh oh. Aber wie? Denn du musst springen. Laufen und springen, genau. Hey, lass uns etwas machen, was mit der Steuerung total dumm ist. Und... Hast du es gesehen? Ich drück in die fucking Mitte, aber nein! Du willst dich drehen, oder? Du brauchst Anlauf. Hat der für die Klappe. Ja! Oh. Tipp und gib. Nicht die armen Kinder. Nicht ins Gesicht. Gerade die Kinder. Guck mal. Die spielen sogar jetzt miteinander. Herzlichen Glückwunsch, Rick. Du hast die erste Quest in diesem Spiel geschafft. Und das Schwierigste dabei war tatsächlich nur ein Sprung. Ja, dann vielleicht nächstes Mal mehr besser Windlands 2. Weil es ist witzig, wenn es dann funktioniert. Und nicht so. Was wäre denn deine nächste Aufgabe? Was hat er denn gesagt? Hast du überhaupt zugehört? Du hast schon wieder niemanden zu. Ich muss mehr von diesen Kristallen finden. Oh. Und ich wette, dass die mir irgendwie hier diese Kristalle geben. Da ist so ein Wort und so. Und dann können wir die Tür aufmachen. Ja, das klingt doch gut. Das ist doch ein Plan. Okay. Gut. Nice. Dann müssen wir was beim nächsten Mal machen. Oh, der ist im Arsch, der Junge. Anstrengend. Das hat mir gerade ziemlich Kopfschmerzen bereitet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Kinder. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, weil wir es nötig haben. Ja, sonst sind wir arbeitslos.